Ja, die Bestensuche oder Best First Search Algorithmus, dritte Reihe oder dritte Video in meiner Reihe der Suchalgorithmen, möchte ich euch jetzt kurz näher bringen. Ich hoffe, ihr habt die anderen zwei Videos zur Breiten- und Tiefensuche bereits angeschaut, denn zur Methodik selbst möchte ich jetzt nichts sagen, mich nur auf die Suche des Besten konzentrieren. Dazu habe ich hier nachfolgenden Graphen für euch vorbereitet. Und zwar haben wir wieder Graphen und diesmal haben wir zu dem Graphen auch sogenannte Kosten. Die Kosten H nennen sich die. Das sind diese kleinen Zahlen hier. H sind in unserem Fall, da wir beispielsweise eine Navigation haben, können H die, ich hoffe, ihr könnt es lesen, geschätzte Entfernung. Ja, so eine Approximation und die geschätzte Entfernung von diesem Punkt zum Zielpunkt. Das ist eine geschätzte Entfernung, die uns als Orientierungshilfe da ist, damit wir anhand der besten Suche entscheiden können, welchen Pfad wir jetzt gehen. Wie ihr das von mir kennt, ihr baut zunächst einmal wieder eine Tabelle auf. Lauf, Schritt, Liste nenne ich das immer. Und anhand dieser Tabelle könnt ihr sehr einfach und sehr methodisch vorgehen, da ihr unabhängig vom Graphen den Suchalgorithmus beschreibt. Warum mache ich das? Der Graph, so wie er jetzt links abgebildet ist, relativ einfach und relativ klar. Der Fehler steckt aber oft im Detail. Also im letzten Video schon erklärt, es gibt sogenannte Heuristiken, wie zu verfahren ist, wenn beispielsweise eine Gleichheit entsteht. Also ich kann zwei Pfade wählen, aber welchen soll ich jetzt als erstes wählen? Und da macht es Sinn, das in Tabellenform aufzuschreiben, um einfach nicht sich von dem Graphen täuschen lassen. Denn der Graph, das habe ich auch im ersten Video gezeigt, kann ja ganz anders aussehen, als er jetzt hier abgebildet wird. Wir fangen also mit unserem ersten Lauf an. Ich mache erstmal den Lauf 0 und sage, A kommt in die Liste. Und warum mache ich das jetzt diesmal so? Das letzte Mal habe ich gleich vorausgesetzt, A kommt in die Liste. Aber letztendlich, im Grunde wird die Liste befüllt. Wir müssen ja irgendwo definieren, wo der Startpunkt ist. Deswegen kommt A in die Liste. Jetzt der erste Lauf. Wir setzen A in den Schritt und schauen wieder, wo können wir hin. Und was wir gleich machen, ist sortieren. Anhand der geschätzten Entfernung. Wir gucken uns also die nächsten verfügbaren Knoten anhand der Kanten an und schauen, welcher ist der kleinste. Ja, wir wollen die Aufwände minimieren. Wir könnten ja auch sagen, wir wollen die Erträge optimieren. Das wäre auch eine Möglichkeit, aber in dem Fall wollen wir sie minimieren. Also sagen wir kleinste vor großen, also B in Klammern 2 und C mit 3. Daraus resultiert B als nächstes. Von B kommen wir zu D und jetzt müssen wir entscheiden, D hat 1, wo tragen wir das in die Liste ein? Und da 1 vor 3 ist, sagen wir D1 und C mit 3 bleibt in der Liste. Damit ist auch D unser nächster Punkt, der nächste Knoten, der angesteuert wird und von D können wir nun entscheiden. Ja? Wir haben F mit 4 und E mit 4. Und beides ist in jedem Fall größer als 3. Also, das ist natürlich ein F. F mit 4 und E mit 4. Ich hätte jetzt auch das Alphabet greifen lassen können. Wir belassen es erstmal dabei. Bei C gucken wir nun, da ist nur E. E mit 4 und hier seht ihr jetzt auch, dass E bereits mit 4 hier ist. Das ist das sogenannte Multiple Path Pruning, also MPP,
Multiple Path Pruning. Und das wird gemacht, wenn jetzt genau wie in dem Fall C, ich bin jetzt hier und würde jetzt E mit 4 einschreiben und gucke, aha, E ist ja schon drin. Habe ich hier eine kleinere Zahl oder nicht? Was natürlich nicht der Fall sein kann, weil E bleibt 4. Logisch, E hat ja nur eine geschätzte Kosten, aber letztendlich kann ich hier schon überprüfen. Aber E bleibt natürlich 4, deswegen bleibt E auch in der Liste. Ich hatte jetzt F vorne gehabt, F mit 4, E mit 4. Was passiert? Wir wählen jetzt F 5, F5, H mit 0, klar. Hat keine geschätzten Kosten. Dann E mit 4 und H im sechsten Schritt. Ich mache nochmal ein anderes Beispiel daneben. Hätten wir nicht F, sondern E vorne hingeschrieben, dann hätten wir, ich mache hier mal so einen Strich, ab dieser Stelle hier hätten wir C gewählt und hätten jetzt hier nicht F, sondern E genommen. Hätten wir jetzt E genommen, hätten wir geguckt, was kommt jetzt, dann kommt G. G1 und dann F4. G1 wäre dann unser nächster Schritt gewesen. Ja, also unser, ups, vertauscht, unser G, das ist auch gar nicht hier, sorry, G und von G wären wir zu H. Also H0 F4 und dann zu H. Ihr seht, dass die Anzahl der Schritte hier ja weitaus größer ist. Das meinte auch Multiple Path Pruning. Wir können jetzt sozusagen auch wieder prüfen, inwieweit die anderen Methoden optimaler sind. In dem Fall war es so, dass der gewählte Pfad über F schneller geht, also in den Lauf schneller geht. Wir hätten hier schon terminieren können, hätten aber auch sagen können, gut, wir prüfen weiter und unsere Prüfung wäre eben negativ ausgefallen. Andersrum hätten wir E zuerst gewählt, wären wir ja bei 7 Schritten, also hier ist sozusagen ein bisschen falsch, aber wenn wir sozusagen, wenn wir, hätten wir E zuerst gewählt, dann wären wir auf 7 Schritte meinetwegen gekommen, hätten dann nochmal gegengecheckt und hätten hier an der Stelle 6 Schritte rausgefunden und hätten sozusagen unser Best First Search nochmal optimiert. Das ist aber eine Frage, wie es implementiert wird auch wieder. Denn wichtig ist der Algorithmus. Die beste Suche anhand der geschätzten Entfernung. Wir nehmen immer den Nachfolger, der meinetwegen kleiner ist oder größer ist. Das muss einheitlich sein. Und können dann über Multiple Path Pruning nochmal gegenchecken. Vom Prinzip her aber beste Suche immer als Nachfolger den wählen, der am kleinsten ist. Unser Zielpfad sieht dann wie folgt aus: A, B, D. Dann A, B, ich habe mich schon gewundert, A, B, C, F, H, sorry. So, das ist unser Zielpfad. Ich hoffe, ihr konntet es nachvollziehen, auch wenn es jetzt in Summe ein bisschen wirr aussieht, vom Prinzip her aber verstanden habt. Und schaut doch mal rein, ich habe noch andere Videos zum Suchalgorithmus. Vielen Dank und viel Erfolg.